Moin YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sonntagslocals. Und dieses Mal habe ich ein Deck ausgepackt, was ich bereits gar nicht so lange her gespielt habe, nämlich das Deck Dracheneinheit. Aber diesmal in der puren Variante, weil das letztes Mal mit dem ganzen Funk, den wir da reingetan haben, nicht so gut geklappt hat, dachte ich mir gedacht, okay, machen wir es mal ernster und gucken mal, wie es damit läuft. Wir waren bei Olli Spielecenter gestern und das war jetzt, glaube ich, die erste Locals seit meiner Vanred Locals. Halt im Jahr 2020, das war ja irgendwo im Februar, glaube ich, gewesen schon. Ewig her. Und ja, es war schön, da mal wieder da zu sein. Viele Spieler, 26 Spieler. Sehr ungewohnt, wenn man sich das jetzt die letzten Jahre überlegt, was sonst auf Locals bei uns unterwegs war, ist das schon eine ganz andere Messlatte. Vor allem auch, weil bei Olli halt am Samstag auch sehr viel competitive gespielt wird, sieht man dort halt auch sehr viele starke Decks. Deswegen muss das Deck, was man auch spielt, auch da richtig gut mithalten. Und ob es das getan hat und was das Deck überhaupt alles kann, das werden wir jetzt gleich am Tisch besprechen und schauen, was da so alles wir noch mit zurückgebracht haben vom Turnier. Legen wir los. So, bevor wir loslegen, eine kleine Entschuldigung, dass das irgendwie farblich jetzt so am Wochenende lief, dass ich so viele Sachen habe, die einfach so perfekt zu der Matte passen, dass die mehr oder weniger einfach verschwinden und in den Hintergrund wandern. Okay, das hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass wir ein rotes Back kriegen und noch ein rotes Thing, worüber wir gleich sprechen werden, noch was das ist. Erstmal kommen wir zu dem Deck. So. Steigen wir ein, und zwar Dracheneinheit. Ihr habt ja schon ein bisschen in unserer Rückkehrer-Episode schon kennengelernt, woraus es besteht und was dabei ist. Unsere zwei wichtigsten Karten in dem Thema sind Dracheneinheit Remus, der ein exzellenter Starter ist und uns die Combo quasi ohne andere Dracheneinheit-Karten starten kann, indem wir einfach nur zwei andere Random-Karten einfach in der Hand haben. Und ja, der Combo-Starter specialt sich danach aus dem Grave, holt sich die Drachenstufen von da aus, kann man in seine Combo gehen. Und dann haben wir die etwas andere Combo, den Senatus. Das ist die Normal-Summon-Combo quasi. Das ist die Combo, ohne Normal-Summon überhaupt zu committen zuerst. Er plus einen der beiden Tuner in der Hand ist auch genau die gleiche Combo wie Dracheneinheit Remus mit zwei Random-Karten. Ist auch noch ein schönes Follow-Up-Play, falls der hier irgendwie aufgehalten wird im Beginn der Combo, dass man von da aus halt in weitere Plays gehen kann und eine wichtige Karte. Die wird damals halt nicht gespielt. Jetzt, wenn man es pur spielt, ist das eine sehr, sehr wichtige und gute Karte und ermöglicht es halt uns quasi mehr von den Drachen-Equip-Monstern direkt aus dem Deck zu holen, um schneller für seine Combos gehen zu können. Dann haben wir Legatus, unser Extender oder auch Combo-Starter zusammen mit Remus, der den Legatus immer am Anfang sucht. Zwei Stück davon, das ist halt Hard Ones per Turn. Das ist ein zweiter Effekt, benutzt man eigentlich nie. Dann unsere Equips, zweimal Phalanx und zweimal Kuse, diesmal halt auch auf zwei, weil ist wichtig und sind halt auch gute Karten in der Starthand, je nachdem, womit man startet, vor allem halt in Kombination mit unserem großen hier Senatus. Das ist sehr, sehr gut. Mit dem können wir halt nur in Dracheneinheit gehen, mit dem können wir halt in unsere generischen Synchros gehen, aber nicht so schlimm. Deswegen ist er aber halt ein Vierer-Tuner, wenn man halt in die Dragoonities geht. Dann ein Dracheneinheit Dax, der halt quasi in der Remus-Kombo eigentlich das einzige Alte wirklich auftaucht, ansonsten halt eine gute Recovery-Karte ist, ansonsten braucht man den eigentlich nicht auf mehr. Mistletane ist eine der Karten, die man halt in diesem Deck halt auseinander nimmt und wieder benutzt und wieder benutzt, was das Zeug hält. Eine sehr gute Karte. Damit holen wir uns halt meistens den Gaydirk aus dem Friedhof raus, um von da aus halt den wieder zu specialen. Aber es gibt auch andere Kombos. Ich glaube, in einer der Kombos ist es so, dass wir halt dann wirklich einen Kuse mal equippen müssen, damit wir von da aus unsere Kombos weiter extenden können. Dann Leviton. Sehr gute Karte. Leviton, mit denen wir den holen wir uns in bestimmten Kombos direkt aus dem Deck. Das ist aber nicht so schlimm, wenn man den startet. Den kann man halt relativ einfach discarden für halt Drachenschlucht, wenn man möchte. Kann man halt alle High Levels, weil wenn man die Spell sucht, die Spell kann halt aus dem Grave auch wieder recyceln, deswegen ist das nicht so schlimm. Er ist halt wichtig, erstens, weil er die Kombos extrem extenden kann, weil er Barker halt andauernd abusen kann. Also andauernd den wieder wegbanischen und sich wieder zurück aufs Feld specialen. Und natürlich, weil er mit ihm, dadurch, dass er halt einfach Drachenmonster generisch equipped aus dem Grave, ist damit halt auch der Buster-Lock möglich und das ist halt wichtig, weswegen wir ihn spielen. Auch eine coole Karte, Dracheneinheit Waffe Gramm, ist eine Karte, die eine schöne Mid-Game, Late-Game-Karte ist, weil die kommt permanent aus dem Grave, wenn man so einen richtig vollen Grave hat. Ist auch ein Teil einer Combo zum Start, ist auch ein netter Discard, den man haben kann, First Turn, den man weglegt. Man möchte vielleicht nicht alle großen Daddies sofort anfangen, das ist ja nicht der Sinn und Zweck, die will man eigentlich eher lieber aus dem Deck holen. Ist aber eine sehr gute Karte durch seinen Effekt, dass er halt negaten kann, Monster schwächen kann, die dann noch wieder selbst ausrüstet und halt mit zwei neuen gute Stats hat und immer wieder aus dem Grave sich wieder reviven kann. Ist das eine sehr, sehr schöne Karte, die halt voll im Mid- und Late-Game gut ist, aber auch zum Teil in den Combos First Turn benutzt wird. Dann haben wir einen alten Bekannten, Zephyros, den haben wir letztes Mal schon benutzt, Black Wings, hier auch genauso ein guter
Starter. Dann haben wir quasi unseren dritten, wie heißt er nochmal hier, Legatus. Garuda, der Windgeist, der Klassiker unter Garden. Der ist für uns halt wichtig, dass wir mit dem in unseren Kombos nachher suchen können, weil meistens, wenn wir den Legatus benutzen, können wir halt den Legatus nicht mehr benutzen, um weiter nochmal noch Vierer aufs Feld zu kriegen. Dann brauchen wir halt einen Vierer, der sich specialen kann, den wir halt auch suchen können. Und das ist halt Garuda, der Windgeist. Viele würden jetzt sagen, warum spielst du eigentlich denn nicht Sylphie? Das ist doch eigentlich der bessere Viererwind. Ja, rein theoretisch schon, aber er ist halt eine Fee. Er ist halt ein geflügeltes Ungeheuer und funktioniert halt mit dem gesamten Support des Decks, weswegen er die bessere Karte tatsächlich für dieses Thema ist. Dann Nebeltar Babyrock, braucht man nur einmal, wenn man will Arme discarden und specialen. Ist Teil einiger Kombos, nicht immer verpflichtend. Zum Beispiel, wenn man nur mit Remus eröffnet, braucht man den gar nicht. Kann dann später ein schöner Extender sein, einer reicht. Dann das Zerstörungsschwert des Drachenbusters ist ein schönes Lock-Target. Und wir spielen diesmal auch sein Link-Monster dazu, damit wir einfach rankommen, weil diesmal müssen wir nicht über Brotor und was weiß ich für interessante Kombos gehen, die wir sonst letztes Mal gegangen sind. Tempest, Drachenruler, das Drachenlineal, Tempest, das Drachenlineal der Stürme, spielen wir natürlich auch. Hier jetzt ein wichtiges Combo-Piece, der unbedingt gerne im Deck bleiben möchte. Nicht nur, also man kann mit ihm starten, ist aber halt oftmals ein bisschen doof, weil bestimmte Karten möchten ihn gerne banishen direkt aus dem Deck und deswegen eine sehr, sehr starke Karte. Vor allem, er kann auch quasi alle Dragons suchen, wenn man das First Turn halt irgendwie machen muss oder will. Oder Gefensterer Metalldrache, auch halt in der Remus-Kombo halt das Ding, was man halt mit dem Rank 6 aus dem Deck holt, aber man kann, in den anderen Kombos braucht man den eigentlich nicht. Der ist immer noch gut, aber man muss ihn halt nicht unbedingt in einen Kombos verwenden, deswegen es bleibt auch öfters mal gerne im Deck, ist ein schöner Top-Deck. Dann bei den Handtraps, eine Effektversteigerin, eine Aschenblüte im Freudiger Frühling und ein Nibiru, das Urwesen. Ihr seht schon, womit wir damit hingehen, dass wir jeweils einen Handtrap einmal spielen. Dann spielen wir dreimal Drachenschlucht. Wichtige Karte, Setup, Grave-Setup, entweder halt über direkt den Effekt, dass man da was reinschmeißt oder über das, was man wegschmeißt oder das, was man sich hinzusucht, dass man das in Kombination so nutzen kann. Vor allem wichtige Karte in Kombination mit Remus. Der ist halt der Starter dafür. Wenn man halt das ganze Ding spielt über den Senatus, dann kommt man gar nicht durch die Drachenschlucht durch, dann braucht man die gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn man halt eine von beiden oder am besten mit beiden öffnet, wenn man voll in seine Kombos gehen kann. Dann halt noch eine Landform, damit man nochmal die Drachenschlucht dazu holen kann. Ist quasi dann mit drei Remus Landform und dreimal der Drachenschlucht spielen halt sieben Drachenschlucht, was ziemlich gut ist. Dann spielen wir Glühen der Dracheneinheit. Das ist die Search-Spell, die halt die Level 5 oder höher aus dem Friedhof oder aus dem Deck holt und dann halt die Quips direkt wieder specialen kann. Wir spielen sie auf drei absichtlich, weil wir möchten eigentlich eine von ihr eröffnen, weil wir möchten stattdessen eine andere Karte suchen mit Romulus, falls es möglich ist. Damit wir gar nicht unseren Search hierfür nutzen müssten. Oder wenn der Gegner sowieso eine Handtrap hat, dass das uns nicht so wehtut, weil dann haben wir die sowieso schon, wenn das zum Beispiel eine Ash oder so, dann können wir einfach weiter davon machen. Dann kommen wir zu so Punishing-Karten. Talent der drei Taktiken, zum ersten Mal jetzt so genutzt, wie ich auch das mir eigentlich vorstelle, wie man sie nutzt. Man benutzt sie nämlich nicht für den Effekt Nummer 1, man benutzt sie auch eigentlich nicht für den Effekt Nummer 2 und das geht halt alles drumherum, dass wir Effekt Nummer 3 haben, nämlich dass wenn man anfängt mit seiner Combo und der Gegner halt eine Interruption schmeißt, Ash, Wähler, was auch immer da alles, Kauz und Schlossvogel oder so, dann hat er drei Taktiken nutzt, nochmal in seine Hand guckt, einmal guckt, was hat er, was spielt er erstmal für ein Deck, was hat er da an Kombos in, hat er überhaupt Kombos, wenn ja, kann ich sie komplett auseinandernehmen, oder hat er noch eine weitere Handtrap, weil ich noch ein Follow-Up-Play habe, aber ich möchte das nicht aufgehalten haben, nehme ich ihm das weg und dann mache ich von da aus die Kombos weiter. Das ist halt quasi so eine präemptive Called, kann man sich das selbst auch nennen, aber mit mehr Informationsvorteil, was sehr, sehr cool ist und deswegen eine sehr, sehr schöne Karte diesbezüglich. Dann haben wir Auslöschungsinformanten, habe ich zum ersten Mal ausprobiert, zwei davon, man kann halt auch zweimal Talent der drei Taktiken spielen und stattdessen halt sich dann überlegen, ob man irgendwie Forbidden Chalices spielt. Ich habe mich dafür entschieden, mal Auslöschungsinformant zu probieren und mit ihm entsprechend Handtraps outen zu können, die mich halt so ab und an nerven. Ich habe ihn nicht einmal gesehen. Ein bisschen schade, gerade eine Tour auf mal, was überhaupt gar kein Duell überhaupt gesehen zu haben, ist schon ein bisschen schade. Deswegen kann ich von der Praxis nicht sagen, ob der gut war oder nicht. Also die Handtraps, die ich dann nachher gezogen habe ab und an, die habe ich ja wenigstens gesehen. Die waren natürlich nicht schlecht. Also meistens dann Caught by the Grave als dritte quasi. Drei würde ich auch nicht spielen. Ich habe jetzt auch nur zwei selbst, die ich besitze. Und zwei fand ich halt eine gute Ratio. Ich kann mir vorstellen, wenn ich sie auf drei gespielt hätte, sie wahrscheinlich öfters gesehen. Aber vielleicht auch nicht, wie der heutige Tag verlief. Da kann ich ja nachher noch mal ein bisschen erzählen. In den Matchups, da werdet ihr denken, so, holy moly, was ist denn los mit dem Deck? Eine Wiedergeburt als weiterer Extender. Dann eine unendliche Unbeständigkeit, die
die vierte Handtrap, die wir spielen. Und einmal Kerker der Dracheneinheit, deren Countertrap die Spell & Traps annullieren kann. Das ist halt quasi das Out gegen Boardbreaker. Egal ob jetzt Main Deck oder Game 2 oder Game 3. Es ist das die Karte, weswegen wir halt unsere Search-Karte dreimal spielen. Denn wenn wir Glühen in der Hand haben, möchten wir halt mit Romulus uns den Kerker suchen. Womit wir halt ein Out bekommen gegen Deccan Only One. Einmal gegen Forbidden Droplet zum Beispiel, aber auch gegen Dark Ruler No More. Das ist halt eine gute Konterkarte dafür und die ist halt suchbar in dem Deck und deswegen auf 1 halt wunderbare Ratio, um das zu spielen. Für alle, die sich vielleicht schon mal ein Deckprofil von diesem Deck gesehen haben und quasi so ein ähnliches Bild gesehen haben, ja, ich habe mich inspirieren lassen von einem anderen YouTuber, nämlich dem, ich glaube, der heißt Sparado oder Sparado. Den werde ich euch am Ende des Videos auch noch in die Endcard schmeißen und unten auch nochmal in die Beschreibung. Von dem habe ich ein Deckbild gesehen und den fand ich sehr cool, weil ich habe mich ein bisschen geguckt, so was kann man so alles machen. Ich habe es aber so ein bisschen mit meinem eigenen Spin halt umgedreht, wie gesagt, halt mit so ein bisschen mehr Handtraps und ein bisschen Handtrap-Outs gespielt. Der hat das, wie gesagt, mit diesem 3 Triple Tactics, Triple Tactics Talent und Verbotener Kelch gespielt. Falls ihr es da mal abchecken wollt, könnt ihr da auch mal bei ihm kurz mal Hallo sagen und sagen, dass ihr von mir kommt. Ich glaube, der hat noch nicht so viele Abonnenten, der wird sich dann freuen, wenn da so ein paar Leute mal vielleicht auf das Video auch noch mal ein bisschen was dazu sagen. So, dann kommen wir zum Extra-Deck. Da spielen wir einmal den Romulus. Der hatte ja in unserer alten Version immer nur die Spell halt gesucht. Jetzt kann man halt alles suchen, was man möchte. Drachenschlucht ist natürlich das, was man am ehesten nicht haben will, weil wenn man Romulus hat, kann man normalerweise dann auch schon irgendwie Kombo, da braucht man Drachenschlucht nicht mehr. Entweder halt Glühen oder halt entsprechend Kerker, das sind halt die Karten, die wir unbedingt haben möchten. Dann Priesterliches Siegel der himmlischen Sphären, das ist halt eine unserer Interruptions, die wir aufs Feld legen. Schlägerdrache, Wachdrache Pisti und Beschützerwelpe des Zerstörungsschwertkämpfers. Er legt halt unseren Buster Lock quasi in den Friedhof und das sind die beiden, die wir unter ihm beschwören, damit wir mit Pisti nochmal unseren Gaydirk aus dem Grave holen können. Deswegen spielen wir die beiden. Der Schlägerdrache macht absolut nichts, der ist einfach nur ein Pfeil nach links. Damit die beiden den Pfeil dahin haben, dass man da was reinspecialen kann wegen Pisti. Das ist der einzige Grund, weswegen wir Schlägerdrache spielen und weswegen man von da aus dann in seine Kombos gehen kann, deswegen die drei. Und die sind auch ein wichtiges Fusionsmaterial, zu dem wir gleich kommen. Priesterlicher Drachenkönig von Atom, den habt ihr schon mal gesehen, der ist sehr, sehr wichtig. Der holt entweder Red Eyes raus in den Kombos oder der holt Laviton raus. Das sind halt die zwei wichtigsten Karten, die man aus dem Deck holen kann für seine Kombos. Je nachdem, wie man startet, möchte man eine der beiden Karten aus dem Deck specialen. Es sei denn, man hat die eine oder andere schon in der Hand, dann kann man auch entsprechend natürlich auch für andere Sachen gehen, muss man da nicht. Aber dann kann man auch zum Beispiel auch den Grum rausholen und als Material halt benutzen. Als einer der interessanteren Karten ist Trishula, Drache des Eisgefängnisses, den man hier drin spielt, der halt ein Teil der Combo ist, wo man halt die nachher drei wegfusioniert für den als Contact Fusion. Und wenn der aufs Feld kommt, dann und halt drei unterschiedliche Namen und dann alle Drache waren, kann man seinen Effekt aktivieren und man verbannt eine Karte aus seinem Deck, die oberste Karte des Decks des Gegners und man kann sich in eine Karte aus dem Extra-Deck des Gegners banishen und dabei kann man sich das halt angucken und dann kann man sich schon mal angucken, was spielt er, hat er halt quasi so Starter-Extra-Deck-Monster, wenn er so einen wichtigen hat, kann man ihn einfach banishen, kann er dann gar nicht mehr in seine Plays gehen, man kriegt sofort Informationen, gegen was man spielt, wenn man die oberste Karte banisht, kriegt man vielleicht noch mehr Informationen, ob er vielleicht irgendwelche Texts spielt und man triggert damit halt den Tempest, der uns von da aus meistens halt eine weitere Karte sucht, wie zum Beispiel den, ich glaube, das ist den Grum, den sucht man meistens, aber wenn man den hat, dann kann man halt auch entsprechend andere Parts sich hinzufügen, was halt sehr, sehr cool ist und das ist einer der wichtigen Combo-Pieces. Dann Klassiker, Drachenritter, Vajrana, wenn man halt nicht den Gaydirk kommen kann oder schon den benutzt hat, ist Vajrana halt eine der Combo-Pieces, in die man halt gehen kann, von der man halt wenigstens in 8er Synchro gehen kann. Das ist halt der Stand, das Standard-Play, wo man halt zum Crystal Ring gehen kann oder irgendwie in ein Borreload Savage Dragon, das sind halt so die Standardsachen. So, und dann Barker. Das ist die Karte, die hier zusammen mit Laviton sich permanent hin und her loopt. Die spielen wir auf 2. Der ist halt. Der kommt aufs Feld, equipt einfach so 3, 4 Sachen wieder an, dann specialt man halt wieder die ganzen Kuse und wie sie alle heißen, Phalanx und von da aus geht man eine weitere Place, dann banisht man den, legt Laviton hin und dann macht man nochmal das Ding und dann geht das immer weiter und immer weiter. Der ist halt quasi der komplette Combo-Maker in dem Deck, zusammen mit Gaydirk sind das halt, zusammen mit Gaydirk, Laviton und Barker, das sind halt so die Karten, die hier permanent im Umlauf sind und andauernd neu wieder aufs Feld kommen. Dann eine unserer Negates, Kristallflügel-Synchro-Drache. Es gibt auch eine Kombo in dem Deck, wo man den Kristallflügel-Synchro-Drache zuerst auf den 5. Summon machen kann, sodass man halt Nibiru safe ist und dann weiterspielen kann. Aber Nibiru ist nicht immer schlimm. Wie gesagt, wir spielen Triple Tactics Talent, mit dem man die Gegner ein bisschen ärgern kann oder halt auch entsprechend Outs gegen Nibiru.
Kaliberlader Wilddrache, das ist eigentlich der Standard-Negate, den man rausholt. Der Crystal Wing Synchro Dang ist nur in bestimmten, halt eigentlich eine Nuts-Kombo drin. Das werde ich dir morgen dann sehen, wie ich euch die Kombos zeige. Und dann haben wir Drachenritter Aradvar. Der ist halt der zweite Negate, den wir hinlegen, neben Wilddrache. Wir haben halt gar nicht so viele Negates, weil wir brauchen gar nicht so viele Negates. Was wichtig ist, der Gegner nicht aus dem Shakespeare Special kann. Und der andere Negate ist halt noch eventuell die Counter-Trap, die man halt daneben legen kann, wenn man sich halt hart startet oder halt sucht, weil man halt die andere Spell schon eröffnet. Deswegen der sehr gut ist, der Effekt, dass, wenn er das Feld verlässt und dann halt Spell Traps zerschießt, ist halt nice to have, aber jetzt nicht unbedingt wichtig. Wir haben auch passenderweise dazu auch noch den anderen Zehner, den Ascalon, mit in dem Deck, der halt mehr oder weniger Aradvar als Going Second Karte ist, dass der halt andere Karten auf dem Spielfeld halt verbannen kann oder andere Monster auf dem Spielfeld verbannen kann, ist halt sehr, sehr nett. Und ja, dass er rein theoretisch halt noch die anderen Synchros rausholt, meistens, wenn der kommt, also entweder hat man eine richtig beschissene Hand gehabt und es ist Going Second irgendwie und man kommt nur auf den, oder meistens hat man gar kein Extra-Deck mehr, dass er irgendwas raussucht, weil einfach gefühlt im First Turn geht man halt irgendwie 12 Extra-Deck-Karten durch und dann bleibt da halt einfach nicht mehr viel über für ihn, was er noch specialen kann, ansonsten muss man halt irgendwie die Extra-Deck-Size erhöhen. So, und dann kommen wir zum Side-Deck. Da haben wir dreimal keinen dunkler Herrscher mehr. Going Second, HP Federwisch, Going Second gegen Backrow, Blitzsturm, Going Second gegen vieles. Imperial Order, Going First gegen vieles. Ausgeglichener Zweikampf, Going Second gegen vieles, was halt mit Feldpräsenz arbeitet, vor allem. Und das hat wehgetan ein bisschen. Ich habe öfters mal die beiden in Kombination gestartet, aber in dem Deck ist es zum Glück nicht so schlimm. Man kann die Discarden für die Drachenschlucht als Generic Discards. Tut einem weh, weil man denkt so, Alter, eigentlich spielst du voll die Powerkarten, aber du siehst halt gerne mal die One-Off. Ich glaube, ich werde mal demnächst mal die, glaube ich, rausschmeißen und das ist halt dick, weil ich gebe so auf die Eier, dass ich andauernd Scythe ziehe. Das kann ja wirklich wahr sein. Also, naja, gut. Dann kommen wir zu den Matchups und das wird eine Story von One-Offs sein. Denn in diesem Turnier, ja, war das interessant. Wir waren halt 26 Spieler, das heißt 5 Runden haben wir gespielt. Die erste Runde habe ich angefangen, mein Gegner hat nichts kontern können, machen, tun wollen. Also ich habe meine Kombo gemacht und als ich den in die Schule beschworen habe, hat er einfach aufgegeben. Er wollte nicht mir zeigen, was er spielt. Ist okay, gut. Game Nummer 2. Habe ich dann so, okay, ich werde wahrscheinlich Second gehen, dann boarde ich da mal da drauf und guck mal, was ich da machen kann. Dann hat er angefangen und so, oh, aha, das ist Evil Twin. Und er hat halt das Feld mit Trouble Sunny und dann holt er halt die Kleinen raus. Und meine Hand war nicht so optimal, aber trotzdem konnte ich da durchspielen, obwohl er halt Handtraps hatte. So, ich habe ein bisschen was gemacht, aber so richtig zurückkommen konnte ich halt nicht. Dann Game Nummer 3 habe ich dann angefangen. Ich habe Droll kassiert, konnte nicht viel machen und habe dann halt relativ schnell auf die Nase gekriegt und habe das Ding halt dann 2-1 verloren, was ein bisschen schade war. Dann ging es in der nächsten Runde gegen Invoked und die waren zusammen halt mit Dogmatica und Shadow, so der ganz normale Kram. Game Nummer 1 war so, yay, ich krieg Veiler und Droll im First Turn ab, denk mir so, jo, nice. Ich weiß jetzt nicht genau, in welchen Spielen das war. Da werdet ihr wahrscheinlich, wenn ich euch die Bilder hier zeige, oftmals meine Starthände sehen. Und ich habe gerne mal öfters meine Starthände abfotografiert, weil das, was das Thema des gesamten Turniers war, war, dass meine Starthand gerne aus Karten bestand, die in folgender Kombination, also in irgendeiner Kombination von diesen Karten bestand. Die. Und vielleicht mal die. Und dann halt im Rest nur Müll. So. Das waren halt so gerne mal die Sachen, die ich einfach in meiner Hand gesehen habe. Und oftmals so im Triple Pack, also mal das, oder mal das, oder mal das, oder mal das. Und das war so, ja, schön. Das Ding war halt, ich habe, glaube ich, gegen, ich weiß nicht, ob es gegen den Evil Twin oder jetzt gegen den Invoke Dogmatiker war, den hatte ich alle 3 Games in der Starthand. Denke ich mir so, Alter, das ist unglaublich. Ich habe den in diesem einen Game öfters gesehen, als ich das im gesamten Match die Auslöschungsformaten gesehen habe. Die habe ich nämlich gar nicht in der Startup gesehen und auch gar nicht im Game. Und Talente der Taktiken habe ich halt auch nur 2-mal gesehen. Und dass ich so viele One-Offs, immer so 2 bis 3 One-Offs eröffnet habe in diesem Deck, ich glaube, ich hatte so richtig, richtigen Pechtag, muss ich sagen, weil, dass ich 2-Offs weniger ziehe als One-Offs und permanent, also den habe ich, glaube ich, 7-mal oder so in der Starthand gehabt. Das kann nicht sein, dass der immer permanent in der Starthand ist. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich so, es kann doch nicht wahr sein. Jetzt spiele ich die ganze Zeit selbst gegen mein eigenes Deck, weil es mir einfach nicht helfen möchte. Das hat es wirklich schwierig gemacht, in Kombos zu gehen und ich möchte das dem Deck
nicht vorwerfen, dass es daran liegt, nur weil man ihn spielt, dass man ihn permanent eröffnet. Nein, das kann einfach nicht wahr sein. Ich hatte einfach ultra Pech an diesem Tag. Aber nichtsdestotrotz, gut, dann haben wir gesagt, okay, bittere Pille, dann machen wir Game 2. Und hab ich halt angefangen, hatte wieder Vela und Ash mir gegeben. Und eigentlich war er schon am Gewinn. Er kam einfach zurück. Und ich so, ja, geil, jetzt komme ich nicht mehr zurück, so kann nicht viel machen. Aber ich habe mich dann rausgegrindet bekommen, weil ich Gramm in den Friedhof gekriegt hatte, schon First Turn, musste ich halt, weil ich den eröffnet habe. Und dann habe ich den rausgespecialt und mit den 2-9 konnte so langsam die Feldpräsenz wieder zurückholen. Und das Interessante war halt, ich weiß nicht, ob es jetzt Game 2 oder Game 3 war. Ich glaube, das war Game 3. Da habe ich, glaube ich, Vela und Ash eröffnet. Und Impermanence, glaube ich. Und konnte damit sein Alistar Search halt aufhalten. In 2 Zügen. Seine beiden Alistar. Und damit kam er halt nicht rein. Und von da aus konnte ich halt das Spiel dominieren. Und dann ging ihn gewinnen. Aber das Ding war halt, ich habe wirklich Mistplays machen müssen. Ich habe nichts von den wirklichen Kombos da hingelegt, weil entweder ein Handtrap von ihm geflogen kam oder ich auch keine Follow-Up-Plays oder ich habe ihm halt Handtraps gegeben. So, das war halt ein etwas slowes Game, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt zurückreiße, weil nach Game 1 dachte ich so, gut, das wird heute irgendwie so ein 0-5 oder so. Na gut, dann ging es dritte Runde gegen Destiny Heroes bzw. Vision Heroes. Ich weiß also nicht, wie genau man das nennt. Game Nummer 1 hat er halt angefangen. Ich hatte halt keine Handtraps und er hat das sein Board gemacht mit Plasma und mit dem Destiny Hero Fusion Enforcer und dann denke ich mir so, ja, oder Phoenix Enforcer und denke mir so, gut, da komme ich nicht durch, kann ich nichts machen, weil ich meine Bonus-Effekte einfach negated sind. Ich so, okay, gut, das, gut, zum Glück war da noch nicht der Dark Lord dabei. Game 2 habe ich dann angefangen und habe meine Combo langsam machen wollen und dann hat er mir auf den Effekt von Mistletoe zum, auf den Effekt von der Trap, die den Dragoonity unequipped und specialed, hat er mir irgendwie Nibiru gegeben. Oder irgendwo kam dann Nibiru und dann hatte ich noch Gaydog auf dem Feld. Und ich denke mir so, was war das denn? Warum, wo kam denn Nibiru so komisch her? Irgendwo im siebten Summon oder so. Das war absolut merkwürdig. Ich dachte mir so, okay. Konnte von da aus noch ein bisschen Follow-Up-Plays machen und konnte halt auf einem Borrowed Savage Dragon und einem Bounce von von Spheres enden. Was mir halt das Game gerettet hat, weil von da aus konnte ich halt ihn kontrollieren. Denn ich habe dadurch, dass er halt in Nibiru gedroppt hatte, konnte ich in seine Hand gucken mit Triple Tactics Talent und habe gesehen, dass er dort, glaube ich, nur noch den Plasma hatte, der halt Brick ist, und Wunderfusion, die ich ihm sofort wieder zurück ins Deck geschaffelt habe. Weil ich dachte, damit kann er was machen, konnte aber nichts, aber das war halt der bessere Hit, glaube ich, weil Plasma noch schwieriger zu beschwören war, glaube ich. Er hätte vielleicht irgendwie noch recyceln können, um nachher dann doch die Wunderfusion noch irgendwie lebendig zu kriegen. Und von da kam er halt nicht mehr wieder. So, Game Nummer 3 hat er angefangen, er hat sein fettes Board, er hat ein gutes Board gelegt mit, glaube ich, Phoenix Enforcer war, glaube ich, nicht drauf, aber das Malicious Bane war da drauf und ganz viele Monster und er hatte Mass Change Face Down. Ich habe ihm Evenly Match gegeben, er hat sich alles banishen lassen, hat aber eins seiner Finsternis Monster, was er da hatte, halt mit Mask Change noch umgewandelt in Darklore. So, und ich so, gut, ich muss jetzt durch Darklore spielen und ich habe nichts, um ihn zu negaten. So, das heißt, ich musste so spielen, dass ich erstens halt die Ressourcen, die gebanished gehen, durch meine Effektaktivierung banished gehen, dass die dann halt gehen. Ist halt so. Das war, glaube ich, Normal Summon Senatus, was abgeworfen, um was zu equippen. Dann habe ich das halt equipped, gespecialt. Und was ich dann gemacht habe, ich habe halt ein Synchro gemacht für Gaydog, der wenigstens schon mal genauso stark ist wie der, was schon ziemlich gut ist. Und dann habe ich so geguckt, weil es war ja Mayface 2, ich kann den nicht angreifen, wenn ich Evenly Match gemacht habe, deswegen ich den halt ja da nicht umrennen kann und so. Das ist dann so, ich muss mal gucken. Ich habe ihn dazu gezwungen, dass er seinen Effekt von seinem Dark Lore aktiviert. Das wollte ich, weil ich hatte eine Karte gesettet, das war nämlich Triple Tactics Talent. Dann war das gar nicht Game 2, sondern was in dem Game. Und das war da halt, wo Plasma in der Hand hatte und wo er Wunderfusion hatte und die habe ich ihm halt zurückgeschaffelt. Und damit habe ich ihm das Comeback verwehrt, mehr oder weniger. Ich muss so, bitte, wenn er dieses krasses Top-Deck, dann passiert halt nichts. Und er hat gedrawt und musste abgeben. Das heißt, wir hatten beide ein 2-4-Monster. Und danach habe ich aber halt getop-deckt. Ich glaube, nochmal einen der Zweier-Tuner. Oder nee, ich glaube, ich hatte einfach den hier, wie heißt der hier, den
den Baby Rock gezogen. Ich so, Alter, Normal Summon das Ding Synchro für Crystal Wing. Der kann erstens das Ding umrennen, der kann eine Menge von dem Deck negaten und ist halt schwierig umzurennen, weil die ganzen Fusions halt so stark ist, so Hochlevel sind, weswegen die schwierig rüberkommen. Und das war dann das Game gestealt und dann habe ich das Game damit gewonnen. Ja, so, puh, Glück gehabt. Haben wir da gerade noch so das 2-1 gerettet. Dann, viertes Match war gegen Sky Striker. Game 1 habe ich angefangen. Er wollte für meine Kombos gehen, habe zwei Wailers kassiert. Dann war er dran. Ich hatte auch Wailer und Ash. Ich musste seine Hayate wailern, damit er nicht von da aus in seine Kombos gehen kann. Ist am Mayface 2 gegangen, hat einfach Wer hat Anaconda gemacht, die konnte ich halt nicht negaten mit Ash, weil das hilft halt nicht. Und dann hatte Destiny Hero Phoenix die Force rausgeholt und dann war es für mich gelaufen. Game Nummer 2, wollte ich auch nochmal anfangen. Trash Hunt, ich glaube auch wieder drei One-Offs, richtig nice. Gegner hat auch noch Interruptions und ja, das war 2-0 in 5 Minuten. Super. Und dann ging es in dem letzten Match, interessanterweise gegen einen meiner Abonnenten, den ich vorher halt kennengelernt habe, der da jetzt auch auf dem Turnier war. Und der hat Blackwings gespielt, das Deck, was ich letzte Woche gespielt habe. Etwas anders mit Dragoon und ein bisschen anderem Deckbild von innen, weil er halt den Destiny Hero Phoenix Enforcer nicht. Game Nummer 1 habe ich angefangen. Ich musste drei Drachenschluchten resolven, damit ich über irgendwas machen kann. Hab Handtraps abgekriegt und muss ein richtig hässliches Feld liegen lassen. Dann war er dran und er hatte absolute Full-Kombo. Er hatte schwarzer Wirbelwind plus Simon und er hatte so, die Kombo sogar so wegen Going Second, dass er halt neben dem Vollboard dahin legen konnte, auch noch den Panzermeister direkt, glaube ich, zweiten Summon oder so. Und ich hatte zwar Nibiru, wenn der Panzermeister ist, der macht halt nicht viel, außer dass er dann kommt, so. Und den Rest entsorgt dann halt der Panzermeister nachher. Und halt, er kann halt weiter kombon, weil er hat halt noch irgendwie 7 Blackwings in der Hand. Er hat den Sephiroth noch unten und ich musste halt auf den Summon von Bardiche, musste ich halt irgendwo jetzt mal Stopp sagen, weil wenn der Bardiche jetzt resolve, ist endgültig Ende Gelände. Aber er hatte halt immer Follow-ups. Ich so, nee, das wird nichts. Machen wir Game 2. Game 2 habe ich dann angefangen und das war dann so, ich habe angefangen, meine Kombos zu machen und habe dann irgendwann Nibiru abbekommen. Und das war dann so, dass ich ein Token bekommen hatte, das 5400 Angriffspunkte hatte und 4500 Verteidigungspunkte. Das heißt, der Nibiru selbst kam da nicht durch. Das war schon mal erstmal cool. Zweitens hatte Nibiru aktiviert. Das heißt, da konnte ich meine zweite Triple Tactics Talent aktivieren, also die ich in dem ganzen Wochenende hatte, aktivieren und in seine Hand gucken und halt die entsprechenden letzten Karten so aus seiner Hand zu nehmen. Und seine Hand war richtig hässlich. Ich glaube, er hatte vorher schon Handtrap und dann die Biro geworfen. Er hatte noch in der Hand zweimal Auster, einmal die Phantom Knights, Rank Up Magic Launch, wie die heißt, und ein Hamatan in der Hand. Hat nur die Nibiru gedroppt. Und ich so, Alter, Hamatan tue ich weg, weil der Rest ist absoluter Trash. So schaffe ich weg. Und gucken wir dann mal. Ich habe, glaube ich, noch, weiß ich nicht, nee, Gramm habe ich nicht ausfällt. Ich habe, glaube ich, einfach nur mit dem Token beendet. Aber ich glaube, ich hatte noch eine Handtrap oder irgendwas. Ich hatte noch eine Interruption, mit dem ich was machen konnte. Da hat er gezogen. Und er hat halt Bora gezogen, was ich mir denke, Alter, das ist ein guter Extender, weil damit kann man halt in weitere Plays gehen. Aber ich konnte halt das so machen, dass er halt von da aus nicht mehr machen konnte, weil ich konnte halt, ich glaube mit einer Handtrap oder so, konnte ich ihn aufhalten. Dann war ich dran und dann hat er das Problem gehabt, dann habe ich, glaube ich, Gram noch rausgeholt und habe dann halt für sehr viele Angriffspunkte gehabt. Ich habe halt noch das Drucken mit so vielen Angriffspunkten, also das ist dann schon GG. Dann ging es Game Nummer 3, ich habe Going Second Hard geboardet, also Even Lease und den ganzen Kram. Also mal gucken, ich weiß nicht, gegen das Deck ist halt schwierig, wenn die halt da ihren Lock und Unaffected haben. Ich habe keine Kaijus, schauen wir mal. Und ich erst so die ganze Zeit überlegen, ja, wer fängt denn an? Ich bin so, hä, so klar, du bist einfach, du willst deine Kombos machen und machst dein Ding. Und ich bin so, mach doch einfach. Und dann so, nee, er lässt mich anfangen. Ich bin so, was? Kann ich darf anfangen? Okay. Zieh meine Starter und denk mir so, okay. Nibiru, Ash, Senatus und einen der Dragoonity-Tuner. Ich so, das ist für Kombo. Noch mit Summon Discard? Er sagt so, mach einfach. Ich so, das meinst du jetzt nicht ganz, ich mach einfach, oder? Doch. Ich so, alles klar. Hab mein Feld hingelegt. Arid war mit Borrowed Savage Dragon, mit Helios und mit dem Busterlock. Dann war er dran und hat versucht, irgendwas zu machen. Hat dann eine Menge Blackwings gespecialt. Das Einzige, was wirklich problematisch ist, ist halt immer noch Gale, weil der halbiert halt, wo man dann halt mehr oder weniger den Leviathan
oft genug halbiert oder einfach umrennt, ist das ein Problem. Und genauso wie es ein Problem ist, wenn Bora durchschlagenden Schaden macht und die Zeit langsam ausgeht. Wir hätten noch so ein bisschen, so ungefähr 10 Minuten. Und das war halt das Ding. Er hat halt Gale geholt, aber er hatte halt nur einen, was halt dann nicht gereicht hat. Hat aber 1000 andere Blackwings gehabt und ich konnte halt dann einfach mit Aradwar den einfach annullieren und banishen. Sein Bora habe ich noch gebounced, bloß kein Damage kassieren und dann danach habe ich ihm OTK gegeben in meinem Spielzug über 8000 reingehauen und dann habe ich das Ding 2-1 gewonnen, Alter. Puh. Am Ende 3-2 gegangen und bin am Ende 9. von 26 geworden, was dann am Ende doch knapp wurde, als ich dachte. Und das tut mir echt diesem Deck leid, muss ich sagen, dass absolut dieses Ding jedes Game gefühlt in der Hand war mit ganz vielen anderen One-Offs und andere Karten, die ich auf 2 und 3 spielen, einfach nicht gesehen habe. Ist mir noch nie so passiert oder habe ich auch noch nie so erlebt. Aber ich habe das Beste aus dem gemacht. Und wir haben tatsächlich auch noch was bekommen, dadurch, dass jetzt momentan das halt so ist, dass Produkte natürlich jetzt nicht so viel unterwegs sind, auch sind viele neue Produkte ja gar nicht. So, jetzt kommen bald demnächst mal wieder neue Produkte raus. Hat Olli jetzt auch nicht so viel Stuff, deswegen gibt es einmal ein OTS 15 als Teilnahmebooster. Den werden wir gleich aufmachen. Und wir haben das hier noch gewonnen. Und ihr fragt euch die ganze Zeit wahrscheinlich, was ist das? Na gut, das ist Olli Spiele Center Logo, was er hat bei sich. Wir haben als 9. Platz, das war nämlich der letzte Platz, der noch was bekommen hat. Und die anderen kriegen halt aufsteigend halt auch noch weitere Preise, die halt alles das hier sind, nämlich Gutscheine. Und ich habe einen Gutschein im Wert von 6 Euro bekommen, was der Eintrittspreis für die Locals ist. Das heißt, ich kann die nächste Locals umsonst mitspielen, weil ich habe den Gutschein vom letzten Mal, den ich mir freigespielt habe, um damit mir quasi ein gratis OTS-Booster dann abholen zu können oder was auch immer für einen Booster wieder bekommen, was sehr, sehr cool ist. Das heißt, ich versuche jetzt, weil die haben gesagt, bis Ende Februar, glaube ich, oder Ende Januar auf jeden Fall, werden sie das mit dem Gutschein machen. Versuche ich einfach, jede Locals wenigstens so gut abzuschneiden, dass wir einfach die nächste Locals gratis machen. Das wäre doch geil, wenn wir jede Locals bei Olli dieses Jahr mitgespielt haben und die einzige, die wir wirklich bezahlt haben, war die erste und alle anderen gratis waren. Das ist, glaube ich, ein richtig schönes Ziel, was wir uns für dieses Jahr stecken können. Und was wir jetzt hier damit freigeschaltet haben, das heißt, wenn wir das nächste Mal bei den Locals bei Olli sind, was vielleicht in 2 Wochen sein wird, müssen wir mal schauen, wann wir da hingehen, werde ich diesen Gutschein nutzen. Und das finde ich sehr, sehr coole Idee. Das ist sehr geil, weil dann hat man gratis Locals-Eintritt. Sag ich auch nicht nein, ne? So, und dann kommen wir zu unserem Booster Tournament Pack 15. Und ich habe gesehen, einige haben schon Ultis neben mir rumgezogen. Also ich glaube nicht, dass ich eine ziehe, aber falls ja, wäre das ziemlich, ziemlich cool. So. Vampirrevier. Windhexe Eisglocke. Und... Wow, der links neben mir hatte nämlich den gleichen gezogen. Ich denke mir so, ja, sicherlich. Es ist jetzt nicht die beste Ulti aus dem Set, ne? Aber ey, es ist eine Ulti. Ulti Nummer 3, Leute. Nice. Sehr cool. Nach Book und Sidra haben wir jetzt bewaffneter Drache Stufe 10. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Wow, die heutigen Locals haben sich echt gut gelohnt. Auch wenn wir vielleicht nicht so richtig gut durchgekommen sind. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe auch mit einem 4-1 oder mit einem 3-2 gerechnet, weil dort ist es halt wirklich competitive und mit dem Deck muss man halt dann auch schon öfters mal ein bisschen besser öffnen als so, damit man auch wirklich gut durchkommt. Aber dann das hier noch on top zu kriegen. Nice, 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 nice. Sehr gut, vielen, vielen Dank. Gut. Also, wie gesagt, checkt nochmal den Kanal von dem Sparado, wenn ich das richtig hier aufgeschrieben habe, von dem ich die Deckidee habe. Ansonsten, morgen werde ich euch nochmal die Kombos ein bisschen zeigen, die man mit diesem Deck spielen kann. Die könnt ihr auch bei Sparado schon mal angucken. Ich würde ein relativ ähnliches Kombo-Video machen, weil die Kombos unterscheiden sich da jetzt nicht wirklich stark. Aber ich würde es einmal auf Deutsch machen, für alle, die das Auto gerne mal auf Deutsch sehen möchten. Und ja, beim nächsten Mal hoffe ich mal, dass wir das dann so haben, dass dann auch Daniel und Sören und einer von den anderen mitspielt und dass wir vielleicht auch die Bandlist mittlerweile hatten. Das heißt, wir können dann mehrere Episoden vorproduzieren. Da muss ich nicht jede Woche auf Locals direkt auch hingehen. So kann ich auch ein bisschen den anderen Content ein bisschen machen. Aber was ich trotzdem schon mal sagen möchte, beim nächsten Mal spielen wir ein Deck, wo ich mir gesagt habe, Alter, ich muss wirklich mal meine Hirnzellen mal so ein bisschen entspannen lassen, weil die jetzt 2 heftige Combo-Decks hintereinander. Ich würde jetzt gerne mal etwas entspanntere spielen und das ist nächste Woche, egal ob jetzt die Bandlist droppt, egal ob das Deck irgendwie auf eine Art und Weise gehittet wird, ist mir das egal. Wir werden das spielen, ich wollte das mal immer schon ausprobieren und ich kann mir vorstellen, wenn die Bandlist da nicht in die Richtung irgendwie hittet, ihr werdet mich nächste Woche hassen. Ihr werdet mich richtig hassen. Die Dislikes werden real sein auf dem Video. Aber hey, das schauen wir uns nächste Woche an. Das war's dann hier erstmal hier von mir. Ich hoffe, euch hätte dieses Deck gefallen. Probiert es gerne mal aus. Es ist ein sehr, sehr cooles Deck, was auch
eigentlich ganz gut durch Handdraft spielen kann, wenn man nicht alle Free One-Offs öffnet. Das war's nicht von mir. Bis dahin. Tschüss.